Hallo und herzlich willkommen zur News Show Nummer 15. Wir haben eigentlich gar nichts anzukündigen, nur eine Sache. Die heutige Folge ist ziemlich setlastig. Also eigentlich gibt es nur neue Set-Ankündigungen. Scheinbar hatte Lego da gerade so, war Lego scheinbar gerade in Spendelaune und hatte da die, oder halt in Rausgeberlaune und hat da die ganzen Set-Namen rausgegeben und auch ganz viele Set-Bilder. Also ist auf jeden Fall interessant und wir wünschen euch viel Spaß. Das erste Thema ist Lego Shima, nämlich neue Sets. Einmal der Ice Bites Claw Driller. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann Tormax Shadow Blazer. Dann noch so ein Fluggerät von den Phönixen. Flinks Ultimate Phönix. Und dann auch Strainers Saber Cycle. Ganz cool. Ja, das war's dann eigentlich schon. Und noch so ein paar Battle Packs wie Icebeer Tribe Pack, Crocodile Tribe Pack, Lion Tribe Pack und so weiter. Also ganz viele Battle Packs noch mit Figuren. Auch was Neues von Shima. Wir hatten euch ja schon mal die Namen vieler Lego City Sets gesagt. Doch jetzt kommen auch noch die Bilder dazu. Nämlich einmal von der Moor Polizeistation. Dann noch vom Demolition Starter Set, also vom Bau sozusagen. Dann nochmal ein Service Truck von der Demolition Site, also da wird gerade ein Haus gesprengt und umgehauen von der Abrissbirne. Dann den Pickup Tow Truck, also da wird gerade ein Auto abgeschleppt. Dann ein Schieber sozusagen. Racing Bike Transporter, es gab ja schon mal so was Ähnliches mit Crossbikes, aber jetzt auch nochmal mit richtigen Racing Bikes. Und ich glaube auch, die haben eine neue Form. Sieht auf alle Fälle ganz cool aus. Dann nochmal von einem Boot mit Transporter. Nochmal ein komplettes Lego City Starter Set mit Polizei, Feuerwehr und nochmal Ambulanz. Und dann nochmal vom Fire Starter Set, also von Feuerwehr, nochmal sozusagen ein Starter Set. Ein Helikopter Pursuit, also ich glaube, es ist eine Helikopterrettung. Und das war es dann auch schon von den neuen Sets. Ist doch schon eine ganze Menge. Das nächste Thema ist eine neue Lego Serie, die 2015 rauskommen soll, nämlich Lego Speed Champions. Da gibt es nämlich einmal den Ferrari F150, Ferrari 458 Italia GT2, den McLaren P1, Porsche 918 Spyder, McLaren Mercedes Pitstop, also ist dann so ein Boxenstopp, Porsche 911 GT Finish Line, das ist dann eben so ein Ziel mit zwei Autos und noch so einer kleinen Tribüne. Mit Fahren, das ist auch ganz cool. Und zu guter Letzt das teuerste wahrscheinlich, Ferrari F14 und Scuderia Ferrari Truck. Also da ist ein Ferrari-Rennauto dabei und der zugehörige Mechanik-Truck. Wir finden, das sieht eigentlich alles ziemlich cool aus, besonders, dass es jetzt ganz viele Fahnen gibt von den Ländern. Allerdings muss man sagen, dass es diesen Ferrari Truck schon mal gegeben hat. Kommen wir nun zu Lego Star Wars, besser gesagt zu Star Wars Rebels. Da wurden nämlich vier neue Sets veröffentlicht. Einmal der imperiale Truppentransporter mit vier imperialen Truppen, also mit vier Klonen. Ist halt irgendwie auch eher ein Figurenpack, weil der Transporter ziemlich klein ist. Dann nochmal die Shadow Troopers, den AAT und nochmal den T-16 Skyhopper. Sieht irgendwie alles so aus wie Minisets. Also ich weiß nicht genau, ob das Stil der Serie so gehalten ist. Aber wir würden einfach, dass es irgendwie aussieht wie Mico Fighters. Und zu dem kommen wir jetzt auch noch gleich nochmal. Nämlich Mico Fighters Series 2. Es gibt da einmal den Vulturen-Droid oder Vulture-Droid. Dann nochmal den Snowspeeder. Den AT-AT. Das Republic Gunship. Den Homing Spider-Droid. Sehen halt alle aus wie Mico Fighters, recht klein, mit einer ganz netten Figur, aber manche sind ganz gut umgesetzt und manche halt nicht, aber so hat man es halt bei solchen Serien immer. Das nächste Thema sind neue Sets, nämlich vom Lego Movie. Eins hatten wir euch schon gezeigt, nämlich Batman und Super Angry Kitty Attack. Das finden wir auch ganz cool, besonders Angry Kitty sieht einfach total lustig aus. Dann die Doppeldecker-Couch. Ganz cool, dass die jetzt einfach mal rauskommen mit einer Waffel und einfach ist aus dem Figurenset mit eben Present Business, Emmett, Nine Kitty, Bennett und Vitruvius, aber als Geist. Ist schon lustig, auf jeden Fall. Und das letzte Set Batcorp Car Chase mit so einem etwas älteren Auto. Ja, Polizisten auch. Genau, mit Batcorp, zwei Polizisten und Wildstyle.
Das ist auch nicht so schlecht, aber sowas ähnliches gibt es ja schon, einfach ein Polizeiauto mit ein paar Figuren. Jetzt nicht so besonders. Kommen wir nun zu Lego Ninjago Master of Spinetsu. Da geht es nämlich sozusagen eine neue, naja, Serie, sag ich es einfach mal. Es ist jetzt wieder irgendwie mit Schlangen. Es ist ja, weil irgendwie so eine, finde ich irgendwie eine merkwürdige Reihenfolge, aber naja. Aber trotzdem ist es auf modern gehalten. Zumindest das erste Set, den Ninja DBX oder Ninja DBX. Das ist sozusagen ein riesiger Laster. Naja, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Dann die Dschungelfalle mit Kai, aber auch wieder mit den, also modernen Outfits sozusagen. Und so einem komischen Typen mit so einem Schlangenschädel. Der Schlangenschädel sieht aber ganz cool aus. Dann nochmal die Lavafelsen. Auch diesmal mit Kai. Nee, nicht mit Kai, sondern mit Zane. Aber auch mit dem Typen mit dem Schlangenschädel. Dann nochmal Jungle Raider. Auch wieder mit diesem komischen Typen mit dem Schlangenschädel. Und nochmal dem grünen Ninja. Und dann nochmal den Dojo Showdown. Also sozusagen das Finale. Auch nochmal mit Kai. Und dann nochmal so einen komischen anderen Typen. Und natürlich ist der Typ mit dem Schlangenschädel wieder dabei. Der Anaconda Crusher. Wieder mit dem komischen Typen mit dem Schlangenschädel, der gegen den roten Ninja kämpft. Sieht, naja, mittelmäßig aus. Dann nochmal der Chondracopter Attack. Mit einem orangenen Ninja. Okay. Auch wieder mit einem Typen mit dem anderen Schlangenschädel. Diesmal sieht einfach eigentlich, also die Figuren sehen, finden wir zumindest, ganz cool aus. Auch nochmal mit so einer Art Knochenschwert. Dann gibt es noch den Boulder Blaster, also Boulder heißt ja, ich glaube Graben oder sowas in dem Dreh. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wieder mit den Typen mit den Schlangenschädeln und mit so einer, also sozusagen so ein Flugzeug, aber es hat vorne einfach so ein fettes Maschinengewehr dran, also mit diesen neuen Blastern. Eigentlich eine ganz witzige Idee, aber sieht irgendwie komisch aus. Dann gibt es den Titanium Dragon, also es gab ja schon die Drachen zu ganz vielen Elementen und jetzt gibt es ihn auch noch zu Titanium. Okay, dann gibt es nochmal Enter the Serpent, ja, sieht ein bisschen, naja, ein bisschen merkwürdig aus, aber eigentlich doch ganz cool. Sollte, glaube ich, so eine tote Schlange darstellen, zumindest darüber so ein Schädel, eine Treppe und da windet sich so ein lilaner Wanz drum. Ist auch wieder mit den Panieren und wieder auch mit den Typen mit den Schlangenschädeln, die aber zumindest, ich glaube, ja, doch auch wieder mit dem neuen. Und die sehen doch eigentlich, finden wir, ziemlich cool aus. Kommen wir zum nächsten Thema. Wieder mal ein neues Set, nämlich diesmal von den Ultra Agents. Auch 2015 soll es rauskommen. Nämlich einmal Spyclops Infiltration für 10 Euro. Also anscheinend so ein etwas kleineres Set mit so zwei Figuren. Dann Invisible Gold Gateway, also ein Goldraub. Dann Agent Steel Patrol. Davon gibt es aber leider noch keine Bilder. Dann Drillex Diamond Job. Das ist anscheinend auch so ein Diamantenraub mit so einem großen Bohrer, der ziemlich lustig oder aussieht, finden wir. Und dann auch Ultracopter versus Anti oder Antimatter. Also das ist so ein großer Hubschrauber mit so einem Superhelden, der so ähnlich aussieht wie der von Guardians of the Galaxy. Also ein bisschen nachgemacht, aber alle Sets sehen trotzdem im gleichen futuristischen Style ganz cool aus. So, jetzt kommen wir nochmal zu Lego Herr der Ringe bzw. Lego Hobbit. Denn es wurden jetzt schon die Bilder von den ganzen Figuren rausgebracht, die in den neuen Sets rauskommen sollen. Also auf so einer Doppelseite, wie es auch schon, oder wie es in den Lego-Anleitungen immer ist. Und wir müssen sagen, die Figuren sehen schon echt ziemlich cool aus. Also vor allen Dingen die Zwerge mit den aufwendigen Helmen. Finden wir auf alle Fälle alles ziemlich coole Sachen. Und es gibt auch nochmal ein Bild, wo wirklich alle Sets drauf sind, die noch von Lego Hobbits rauskommen sollen. Ziemlich cool. Das letzte Thema für heute ist die neuen Lego DC Superhero Set, die 2015 erscheinen sollen, nämlich Justice League. Ein Set hatten wir schon gezeigt und von den anderen nur die Namen, aber jetzt sind eben die Bilder raus, nämlich einmal Green Lantern vs. Sinestro, das kennt ihr eben ja schon. Und der Batman hatte anscheinend so einen Super Jump, keine Ahnung, was das ist. Dann das nächste Set ist Gorilla Groot Gas Bananas. Das ist einfach so ein Battle Pack, weil einfach Wonder Woman, Flash, Batman dabei ist und das Invisible Jet. Finden wir auf jeden Fall lustig. Dann Black Manta Deep Sea Strike mit Aquaman, Black Manta und Batman und noch so einen anderen Superheld in einem Anzug. Das finden wir aber nicht so cool. Also es ist einfach nicht so schön gebaut. Und das finale Set ist die Dark Side Invasion mit Dark Side, also dem Bösewicht.
und dann noch Superman und noch drei anderen, also Cyborg und noch zwei anderen Superhelden der Justice League. Also wir finden, dass die Sets auf jeden Fall ziemlich cool sind. So, das war's dann auch schon mit der News-Show Nummer 16. Hier unten links kommt ihr zur letzten News-Show und hier unten rechts zum letzten Bild. Dann hoffen wir mal, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!